Metal Gear Rising Revengeance, Folge 3. Immer noch Fritz am Schwett und wir haben einen neuen Körper, eine neue Mission und Fritz ist total geil drauf, nach der ganzen Telefoniererei Leute in der Mitte durchzuschneiden. Da ist schon was. Nein, nicht die Miezi! Nicht die Miezi! Doch, ich bin ein sadistisches Schwein. So, wie mache ich das jetzt? Zack. Boah, ach, wie geil ist die Miezi? Was macht denn die? Das ist die Ninja Miezi. Okay, die mögen offensichtlich Katzen. Ich muss gestehen, ich wusste, dass das passiert. Echt? Ja, ich hatte das schon mal gesehen. Also mir ist das Herz stehen geblieben gerade eben. Wahnsinniger. Die haben sogar schon Tarnanzüge. Nice try, but it won't do any good against a state-of-the-art cyborg like you, eh? To parry incoming hits, throw on Rider. Whenever you engage in battle. Und jetzt den Punkt erwischen, genau. Und jetzt B. Ratsch. Versuchen wir gleich nochmal. Wenn du die Combo jetzt drückst, dann genau, dann haust du ihn so hoch und kannst ihn in der Luft sehen. Jetzt dann dazu. Also Blade-Modus so, anmachen so, in der Luft. Also wenn wir die Schriftzeichen so eingeblendet werden, Blade-Modus anmachen. Oder so. Ja, da soll man nochmal aufstehen. Das will ich du kannst die meisten von den Cyborgs, also die sind jetzt noch gar nicht so stark gepanzert, kannst du, solange du Blade-Energie voll hast, eigentlich immer sofort zerschneiden. Das wird halt später kommen mal Gegner, die stark gepanzert sind, die dir dann erst so ein bisschen schälen. Jetzt hast du gerade gesehen, es kam diese Zeitlupe nicht, weil das Blade-Energie leer war. Jetzt. Sand dazu! Siehst du denn, das ist halt immer, wenn du das zerreißt, wird die Blade-Energie komplett aufgefüllt und dein Leben komplett aufgefüllt. Okay. Das heißt, so, du musst eigentlich immer so den letzten immer die Wirbelsäule rausreißen. Okay. Und bei den anderen brauche ich es gar nicht unbedingt so sehr oder bringt das mehr Punkte? Das bringt auch mehr Punkte, ja. Okay. Had your fill? With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Mm-hmm. Yeah, they still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name, only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining. They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood. Easy there, Dracula. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, his school. Let's get to work. Time to increase the peace. Right. Schön, dass es nochmal so betonen, dass es sind schon immer noch Menschen, die wir da zerschneiden. Ja, das merkt ihr das mal, das kommt alles noch. Okay. Diese ganze SOP-Nummer, was sie immer sagen, ist die Abkürzung für Sons of the Patriots und das ist so ein Computerprogramm gewesen, was mehr oder weniger alle Soldaten, Truppen und Waffen auf der Welt so fernsteuern konnte oder gleichzeitig mehr oder weniger. Das ist die Geschichte von Metal Gear genau, da darum 2 geht, darum und in Metal Gear, also in Metal Gear 2 wird so der Grundstein gelegt, in Metal Gear 4 ist das dann halt so, nutzt jede Armee auf der Welt dieses SOP-System, weil sie dadurch eben die Soldaten miteinander kommunizieren können. Mhm. Also die wissen immer voneinander halt über Computerinformationen, wo der jeweils andere ist. But first, make your way through this building. Aber gleichzeitig sind halt auch alle Armeen dadurch abhängig von diesem Computerprogramm. Raiden, this is Boris. Give me your status.
Looks clear. No one in sight. Good. Let's recap the route you will take. As I said, the enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolsayev has been spotted there using satellite photography. Also on sight, Mistral, a desperado captain. So I go through the city, cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Do not let your guard down. Ja, Sons of the Patriots, die Patriots, könnte ich jetzt ungefähr eine halbe Stunde Referat halten, wer das ist. Ich glaube, es reicht zu sagen, es sind die Bösen. Und die gibt's aber nicht mehr. Die wurden halt im vierten Teil zerstört. Die Frage, so, die das Spieler stellt, ist, ist die Welt dadurch jetzt wirklich ein besserer Ort geworden oder hat das eigentlich gar nichts gebracht? Ist ein bisschen blöd, dass man das jetzt nicht so ein bisschen erklärt bekommt, ne? Ja, es setzt halt die Vorgänger nicht kennt. Spiel setzt total viel so voraus, dass man halt A, vom Kampfsystem checken muss. Try to flank them or approach from behind. Oh, du kannst Folgendes machen. Bleib mal oben. Also geh mal nicht runter. Geh mal oben an den Rand, bis so eine Einblendung kommt, wenn du da unten an den hinguckst. Dreh mal, genau, und jetzt drück mal B. Und jetzt gleich Blade Mode. Alter Falter. Physikalisch höchst korrekt übrigens. Da oben lag aber eigentlich noch irgendwas da hinten. Ach. Komm ich nicht mehr hoch, oder? Du kannst, drück mal Steuerkreuz nach oben. Dann schaltest du so eine Art Scan-Modus ein. Der geht halt immer weg, wenn du dann angreifst. Dann schaltet das wieder um. Aber damit siehst du halt so Items angezeigt, die irgendwo noch liegen. Gut, das war jetzt nur Reparaturgel. Gibt's denn irgendwelche versteckten Sammelsachen, auf die wir achten müssen? Ja, aber das ist... Was ist das da hinten zum Beispiel? Also dieses weiße Symbol heißt immer nur irgendeine Kiste. Take that main thoroughfare. You can use augment mode to see where the enemy is located. Your body analyzes radar and IR data to construct your AR display. Some civilians are still in the city. That is not good. Also du kannst jetzt halt wählen, wie du gegen diese Typen vorgehst. Entweder du springst halt runter und hackst halt alles kaputt, dass dich jeder sieht. Da unten ist aber ein Zivilist, der von denen gerade als Geisel genommen wird. Das heißt, du könntest halt andererseits versuchen, von oben einen nach dem anderen lautlos auszuschalten. Also wie so bin ich denn lautlos? Also, wenn du vermeiden, in der Nähe von denen diesen Ninja-Run zu machen, weil der laut ist, gucken, dass sie nicht gerade hinschauen, weil hier oben ist nämlich auch einer von denen. Wenn du jetzt rückwärtig an den hingehst und B drückst, kannst du dann eigentlich abstechen, ohne. Du darfst halt nicht so schnell. Du musst langsam an den hin und dann B. Es wird aber eingeblendet. Genau. B. Und jetzt Blade Mode. Achso. Zack. Erwischt die Mitte nicht, genau. Oh, da muss doch irgendwo eine Mitte drin sein. Und jetzt, schau mal, die da unten. Die müsstest du jetzt anspringen können. Wenn du näher an den Rand rangehst, den vorderen. Oh, shit, oh scheiße, das haben sie nicht gesehen. Das Problem ist, sobald halt Alarm ist, kriegen die alle einen Rappel und exekutieren alle Zivilisten. Das heißt, oh, das tut mir voll leid. Und den da unten, das ist wahrscheinlich jetzt gerade geschehen. Ja, den hat's erwischt. Ich nenne ihn Heinz-Peter. Du hast Heinz-Peter auf dem Gewissen, Sau. Es tut mir wirklich total leid. Ach, das Schwert geht durch auch so mehrere Gegner durch. Ja. Und die sind jetzt ja eigentlich im Grunde genommen noch keine wirkliche Gefahr für mich, oder? Ja, die sind halt nur so, wie er vorhin gesagt hat, so laufende Verkaufs. Kann ich das hier auch zerschneiden? Ich meine, okay, das ist jetzt halt einfach so rückstandslos explodiert, aber es ist schon geil, das ist alles irgendwie... Aber das jetzt hier wiederum genau, nicht. Also alles, was Levelbegrenzung ist, geht halt nicht. Okay. Das Lustige ist ja, das Spiel ist ja zum Platinum Games, am Anfang hat es ja Fox Kojima Productions selbst gemacht und am Anfang lief das auch auf der Fox Engine, also dieser neuen Multiplattform-Engine, auf der auch das nächste Metal Gear, also das Ground Zeroes und so kommen soll. Und das ist jetzt eben nicht mehr die Fox Engine, weil die das Problem, was sie hatten, die Fox Engine sollte... eben auch die Levelbegrenzung zerschneidbar machen oder überhaupt viel mehr zerschneidbar machen, nur das haben sie dann wohl von der Performance nicht hingekriegt. Also dann lief das Spiel halt nicht mehr gescheit. Ach, guck mal, da sind diese Geckos. Geckos. Ich weiß noch, als damals die ersten Videos aus Metal Gear 4 kamen, wie strange das aussah, wo ja. Sich die Leute so gefragt haben, was ist das und diese Froschbeinen und so, das stimmt.
Das Lustige ist, das Viech sieht halt riesig. Den kann ich jetzt aber nicht blocken, oder? Doch, hast du eben auch. Das habe ich am Anfang eben auch nicht gedacht. Du kannst eigentlich fast alles, egal wie groß das Tier ist, kannst du blocken. Ich würde jetzt den mal so weghauen und ihn in die Wirbelsäule rausreißen, weil dein Leben nämlich jetzt. Schnell, 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 Blade Mode an, Blade Mode an. Und dreh. Ja. Genau, cool. Und du kannst halt den halt nicht nur blocken, sondern eben auch kontern, also den Gecko. Das Einzige, wo du immer aufpassen musst, ist, wenn der Feind irgendwie gelb leuchten sollte, dann heißt es meistens entweder weglaufen oder sidesteppen, aber... Und was, wie habe ich das jetzt gemacht? Du hattest den, glaube ich, schon mal verwundet seitlich, dass der schon ein bisschen beschädigt war. Wenn die übrigens blau leuchten, heißt das, du kannst mit dem Blade Mode den Schwachpunkt treffen. Ja, wo ist denn der jetzt hin? Der hat sich weggeguckt. Ich musste halt erst wieder auf ihn einschlagen, bis der Blade Mode aufgeladen ist. Oh, oh shit. Gibt's eigentlich ein schnelles Ausweichen zur Seite, oder? Ja. Wie denn? Du musst den leichten und den. Es ist A und X gleichzeitig. Und dann in eine Richtung. So, warte mal, A und X. Also den unteren und den linken Knopf. Macht aber nichts. Und dann in eine Richtung gleichzeitig. Gleichzeitig drücken beide, wenn du stehst, wenn du still stehst. Okay. Kann ich mal kurz? Ja. Sekunde. Warte mal. Warte mal. So. Ach, weil das sein kann. Dass man das erst noch freischalten muss. Ja. Ah, okay. So, okay. Dann. Ach, der kann auch um die Ecken dann laufen. Okay, das haben wir nämlich auch noch gar nicht gezeigt. Man kann nämlich also mit diesen Battle Points, die wir da oben angezeigt kriegen, jetzt ist er, glaube ich, kaputt. Ja. Ah. Mit diesen Punkten, die wir da sammeln, können wir halt Fähigkeiten, Verbesserungen fürs Schwert und Zeug kaufen. Now, keep heading for refinery. Keep heading for refinery. Boris gab's wohl schon in Metal Gear 4, also der wurde wohl erwähnt, weil der Raiden damals geholfen hat, Sunny zu retten. Also Sunny kennt man auch aus Metal Gear 4. Oh Gott, ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht so richtig dran erinnern. Also Sunny ist dann die das kleine Mädchen, was da bei Otacon und Snake im Flugzeug mitsitzt. Oh Gott, das weiß ich alles gar nicht mehr. Und Sunny ist die Tochter von dieser Olga Golukovic. Das ist die in Metal Gear 2 den Ninja gespielt hat und von dem Raiden damals das Schwert, von der Raiden damals das Schwert bekommen hat. Oh shit. Du bist gleich tot. Sagen wir mal, diese Paste da ist ein, sonst ist nämlich gleich Schicht im Schacht. Das war sie nicht. Das war sie, ist gerade verschwunden. Ah! Vorsicht! Wenn du jetzt irgendwo einen normalen Cyborg siehst, dann hau den sofort mit Blade Mode in der Mitte durch und nimm dir seine Wirbelsäule. Zum Beispiel den da. Und. Ja! Das füllt immer komplett ein, genau, auf, oder? Genau, komplett auf. Das ist natürlich cool. Muss man sich theoretisch taktisch ein paar aufbewahren, oder? Also, oft ist es so, wenn du so gegen Roboter kämpfst, dann schmeißt das Spiel sowieso so Wegschmeiß-Cyborgs mit dazu. Wie kann ich denn aber die jetzt. Achso, ja, den habe genau. Ich jetzt gerade. Wenn du das richtig times, dann kannst du den auch richtig direkt kontern. Also hattest du es halt ein bisschen zu früh gedrückt. Was ist denn da? Was läuft denn da raus? Komische Paste. Oh, der ist schon verwundbar. Es ist halt auch so ein bisschen wie in Arkham City. Das ist ein Kampfsystem, was Geduld total belohnt. Also wenn du eben nicht total wild Button mashst, sondern genau immer auf den richtigen Moment wartest, dann kommst du meistens weiter, als wenn du halt... Okay. Wenn du umdrückst. Was hat der für eine komische Markierung da gerade? Wenn er blau leuchtet, heißt er, du kannst ihn mit dem. Also, dieses Schriftzeichen heißt, das ist eh gleich kaputt. Und wenn er blau leuchtet, heißt der Schwachpunkt ist halt offen. Du kannst den im Blade-Modus jetzt aufschneiden. Ah, okay. Moment, warte mal. Ich mal kurz. Und mit dem anderen Stick drehen, genau. Ja, das Problem ist, der ist zu hoch. Jetzt nicht mehr. Das war mir zu hoch. Was hat nicht. Das hat jetzt nicht gereicht. Den kannst du das kontern. Was nochmal, was? Du kannst den auch kontern, wenn er so anstürmt. Echt? Ja. Also wirklich, wenn die nicht so komplett gelb leuchten, also meistens so ein paar Sekunden, dass du wirklich merkst, die laden das total Energie auf, dann kannst du eigentlich fast alles. Ach guck mal, kontern. Das war so ein gelber Angriff, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nee, den kannst du eigentlich auch kontern. Das geht alles, wenn das Timing passt. Oh, Vorsicht! Shit.
ist leider der. Vorsicht! Nein! Ah, nein, 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 shit. Aber ich habe das nicht hinbekommen, dass ich das so gekontert habe, dass das. Dass er gleich einen Gegenangriff übergeht. Nee, das war dann. Also, das ist wirklich. Also, dein Gefühl müsste eigentlich schon sagen: Scheiße, zu spät. Ach, so knapp ist es. So knapp ist das, genau. Okay. Gut, das war mir nicht. Wir probieren es in der nächsten Folge gleich nochmal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dann. Ciao. Tschüss.